Nur eine Schublade. Eine von Mortimers Schubladen. Nur eine Schublade. Da rührt sich nichts. Mist. Abgeschlossen. Geht nicht. Okay, Moment, kann ich die aufschließen? Der ist leider völlig unbrauchbar. Okay, Fernseher. Na, das ist ja mal ein Fernseher. Man erkennt nur vom Sofa aus nicht unbedingt was, wenn das die Vitrine davor bin ist. Bin ich stark genug. Versiegelt. Kriege ich nicht auf. Okay, Sofa, Bild. Ich sehe einen Parasiten. Einen sexuell abartigen Schurken, der nur seine niedersten Instinkte zu befriedigen sucht. Okay. Scheiße, die Alte kann einem ja Albträume bereiten. Ja, die Figur auch irgendwie. Flügel geht auch, lol. Okay. Mr. Schäfer? Die Statue kann ich nicht tragen. Der Flügel vom fetten Engel. Bewegt sich nicht. Büsten von Schurken. Hübsche Sammlung hat er da. Wann fällt der Name von dem Ding nicht ein? Die kann ich nicht mitnehmen. Mortimers Holzscheit. Mitnehmen. Dieser verdammte Irre. Ich wette, das ist alles Teil seines exzentrischen Sicherheitssystems. Hey, jetzt ist wieder zu. Okay, Moment. Gucken wir erstmal noch weiter alles an. Sentry Mode activated. Ehrlich gesagt brauche ich sowas nicht. Wie doch? Bücher und... Die kann ich nicht... Okay. Moment. Bewegt sich. Mist. Irgendwas muss ich hier mit dir machen können. So? Untere Schublade? Geht nicht. Moment. Die kriege ich wohl. Obere. Okay. Grün. Ah. Da rührt sich nichts. Der Scheitel ist aber noch oben. Mist. Geht nicht. Moment, kann ich jetzt... Okay, Moment. Bewegt sich nicht. Kann ich den... Muss ich ja irgendwie bewegen können, oder? Ich glaube nicht. Ja. Damit will ich die... Okay, Moment. Erstmal blau rein. Und rot. Okay. Jetzt hat sich alles... Oh, okay. Obere Schublade. So. Ich habe hier die drei Knöpfe. Wenn ich jetzt grün mache, dann ist jetzt Buch, Buch und Buch. Aber es gibt ja keinen Hinweis darauf, was ich zuerst machen muss, oder? Aber es war ja... Grün. Blau. Mortys Literaturgeschmack. Nein. Rot. Genau. Grün, blau, rot. Das sind zwei. Wenn ich jetzt blau drücke, vielleicht wieder... Jetzt ist gelb draußen. Grün, blau. Gelb war richtig, okay. Jetzt rot drücken. Jetzt sind es vier Bücher. Rot. Gelb. Grau. Gelb. Nein, oh. Gibt's hier irgendwie Hinweise, Leute? Das würde ich jetzt gerade gern mal wissen. Ich glaube nicht, ne? Grün drücken. Grün, blau, rot. Mittlere Schublade.
ist jetzt 2, genau, da habe ich blau gedrückt. Grün, blau, grau. Nein, ich habe gerade blau, grün, grau gemacht. Ah! Moment, was ist, wenn ich hier Rechtsklick drauf mache? Das Buch hat sich offensichtlich etwas bewegt. Grün? Das Buch hat... Ja, das sagt er hierzu auch, okay. Blau, rot. Grün, blau, grau. Irgendein Hinweis hier? Nee. Das ist der dritte, rot. Ich weiß nicht. Er muss sich rot wahrscheinlich als letztes machen? Nee. Als erstes. Nee, als drittes? Nochmal grau, orange, rot. Lol. So richtig. Das ist einfach nur... Ja, wofür habe ich jetzt den Schlüssel? Das. Ich habe ja nichts, oder? Oh, Schloss. Okay. Was gesagt? Eine authentische Millennium Enterprise. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Jetzt gehörst du mir, mein Schatz. Aber was kann ich denn noch mit dem Flügel machen? Damit muss ich doch noch irgendwas machen können, oder? Also jetzt mal im Ernst. Mit einem Laserschwert einfach abbrechen oder so? Es gibt... Nee. Okay. Ich schätze mal, ich kann das Ding jetzt an Mel verkaufen und dadurch noch eine Menge Kohle kriegen. Und das dann... Charlie geben, oder? Ich schätze jetzt einfach mal. Kann ich mit Murray... Hallo nochmal, Murray. Cool. Ah, Mann. Was jetzt noch? Ja, so unheimlich in der Stadt vor. Okay. Da geht etwas Unheimliches in der Stadt vor. Was meinst du, Junge? Mach mir keine Angst. Ja, naja. Sie denken wahrscheinlich, dass das albern ist. Na los, raus damit. Ich bin Officer Murray, Kleiner. Schon vergessen? Du kannst mir vertrauen. Naja, ich meine diese Koala-Bären. Die sind überall in der Stadt. Ich meine, ist das normal? Du hast recht. Und es ist eine Schande. Die stiften überall nur Unheil und machen die ganze Nacht Stress. Unmöglich, da Schlaf zu bekommen. Echt? Wow. Ich würde echt gerne so einen Kampf sehen. Würde ich nicht empfehlen. Die sind überraschend blutrünstig. Ich habe ja kein Problem damit, wenn jemand sich einen als Haustier hält. Aber ich hasse streunende Koalas. Von den Krankheiten, die sie verbreiten, gar nicht erst zu reden. Oder der Tatsache, dass sie sich wie die Ratten vermehren. Koalas als Haustiere? Wow, man lernt immer noch was dazu. Nicht wahr? Ich habe Hunde viel lieber. Oh, und weißt du, was ich besonders hasse? Oh ja, das würde ich wirklich sehr gerne wissen. Diese Ehren-Koala-Fans, die bringen mich echt zur Weißglut. Überall Eukalyptus. Und wegen denen riecht die ganze Stadt nach Koala-Scheiße. Sollte sie in einen Käfig mit 200 von diesen Biestern stecken, alle ausgehungert. Das wäre ihnen eine Lehre. Wow, Murray. Ich habe sie noch nie so wütend gesehen. Tut mir leid. Diese Sache mit den streunenden Koalas geht mir wirklich nahe. Tja, dann lassen wir das Problem mit den Alligatoren in der Kanalisation mal bis morgen ruhen. Na, vielen Dank, Kleiner. Jetzt mache ich heute Nacht kein Auge zu. Okay. Alles klar. Was machst du da noch hier? Gott, sie sind aber schlecht drauf, Murray. Das gefällt mir gar nicht. Eukalyptus? Ich will gar nicht erst ausprobieren, wie man... Aber okay. Was ist mit Mel los? Nette Con, hä? Huh? Für dich vielleicht. Gott! Ah! Was zur Hölle ist los mit dir? Du siehst aus, als wenn du stirbst oder sowas. Oh, ich halte das nicht mehr aus.
Was ist passiert, Alter? Oh, der Hotdog-Verkäufer, er hat versucht, mich zu vergiften. Echt? Ich hatte Hunger, okay? Und ich kann Schokolade nicht leiden. Also habe ich dem Typen einen Hotdog abgekauft und... Oh, großer Gott! Und, wie kann ich helfen? Leg den Wichser um. Sehr gern, aber ich glaube, das übersteigt meine Kompetenzen. Dann nützt du mir nichts, Kleiner. Okay. Soll ich dir einen Krankenwagen rufen? Nein, ich mag keine Krankenwagen. Sind mir zu laut und haben keinen Stil. Dein Ernst? Du siehst aus, als wenn du gleich den Löffel abgibst. Du brauchst Hilfe. Was ich brauche, ist ein scheiß Kaffee. Oh. Wozu denn Kaffee? Gott! Ist das nicht offensichtlich? Der Hotdog hätte mich fast umgebracht. Ich habe einen Knoten im Magen. Und das heißt, alles muss raus. Oh, kapiert, aber... warum denn nicht einfach ein Abführmittel? Hast du welches? Naja, nein. Aber ich könnte sicher improvisieren. Ich brauche nur ein paar ausgewählte Zutaten. Gott, ich liebe das. Nein, nein, nein. Keine ausgeflippten Experimente. Ich brauche einfach nur einen verdammten Kaffee. Alles klar, schon verstanden. Aber ich glaube, hier gibt's keine Kaffeemaschinen in der Nähe. Ich meine, hier sind reichlich Nerds, die dringend auf die Fresse brauchen. Aber keine Kaffeemaschinen. Der blöde Wichser hat einen Becher. Welcher von den vielen? Der Hotdog-Typ. Okay. Na, dann frag ihn doch einfach. Es schließt sich ein Notfall und so. Hab ich. Aber er... Oh, wollt ihr mir nicht geben? Blöd gelaufen. Nicht nur, dass er mir diesen höllischen Hotdog verkauft hat. Nein, er will mir auch keinen... Oh, Gott, Kaffee geben. Okay, okay. Ich sehe, was ich tun kann. Aber ich verspreche nichts. Ich habe hier diese Miniatur, falls du interessiert bist. Ist das die Millennium Enterprise? Bist du etwa auch noch blind geworden? Natürlich ist das eine Millennium Enterprise. Collector's Edition, wenn ich das hinzufügen darf. Ich gehe hier noch drauf. Verstehe, naja, also niemand sollte von dieser Welt gehen, ohne so eine zu besitzen. Pass auf, ich bin ein großer Track Wars-Fan. Schon seit ich ein Kind war und ich wollte immer so eine haben. Aber... Aber jetzt gerade leide ich unaussprechliche Schmerzen. So kann ich keine Geschäfte machen. Ich brauche Hilfe. Okay, okay. Bin gleich wieder da. Such einen Security-Typen. Sag ihm, dass mich jemand vergiften will. Aber ich meine, bist du sicher? Was, wenn es nicht seine Schuld war? Mach schon! Okay. Na schön, aber nur fürs Protokoll. Das ist nicht der optimale Weg, einen Gefallen zu erbitten. Meine derzeitige Grobschlächtigkeit ist durch die reißenden Schmerzen durchaus entschuldbar. Und das ist auch der einzige Grund, wieso ich dir vergeben werde. Hey, wie läuft's, Kumpel? Nicht so gut. Sieht aus, als wenn die Nerds ihr Geld alle für Scheiße ausgeben. Geht also eher schleppend, ja? Hab erst einen Hotdog verkauft. An diesen einen Typen, Mel. Ja, ich weiß. Und er sagt, sein Essen ist der Grund, wieso er dabei ist, seine inneren Organe auszukotzen. Unmöglich. Ich verkaufe nur feinstes Fleisch. Garantiert. Hör mal, ich glaub dir, aber irgendwas geht hier vor. Der Typ windet sich vor Schmerzen und es ging ihm gut, bevor er was von dir gegessen hat. Wenn das eine Art Trick ist, um einen Gratis-Hotdog abzustauben. Netter Versuch, aber keine Chance. Okay. Könnte ich diesen Becher Kaffee da haben? Du auch noch? Pass auf, Kleiner. Das ist mein Kaffee. Und den brauche ich, um diesen Zirkus hier auszuhalten. Aber Mel braucht den wirklich. Ja, ich weiß, dass dieser Mel den auch haben wollte. Der hat mich schon gefragt. Und das nicht gerade höflich, wenn du weißt, was ich meine. Aber versteh doch, bei ihm muss alles raus. Und das sofort. Mir doch egal. War nicht mein Hotdog, der ihm das angetan hat. So viel ist mal sicher. Und ich gebe meinen Kaffee keinem so groben Kerl. Das ist mein Kaffee. Alles klar? Klar. Okay. Meinst du wirklich, dass es so eine gute Idee war, hierher zu kommen? Man hat mir gesagt, dass dieser Hotdog-Junkie hier wäre. Und er ist gut für mein Geschäft. Guter alter Murray. Ganz genau. Aber er hat Schicht.
am Eingang. Und da darf ich meinen Wagen nicht hinstellen. Also hänge ich hier fest. Aber mal ehrlich, ich hätte gedacht, bei so einer Veranstaltung gäbe es mehr verfressene Fettsäcke. Ja, schon blöd, wenn keine fetten Leute da sind. Fetten Witze sind auch gleich viel lustiger, wenn jemand dabei ist, den es beleidigt. Okay. Okay. Ja, dann bis später. Was? Willst du gar nichts kaufen? Nicht mal nach all dem Smalltalk? Hatte mit keinem Wort erwähnt, dass ich das will. Okay, dann hau mal ab. Alles klar. Murray. Murray. Hey, Murray, wir haben hier einen Code Brown. Was? Jemand hat versucht, den Pfandleiher zu vergiften. Ist das wahr? Bei sowas Ernsten würde ich nie lügen. Verstehe. Aber ich darf meinen Posten nicht verlassen. Ich fürchte, da musst du dich an jemanden anders wenden. Na, das glaube ich ja jetzt nicht. Ich dachte immer, sie wären jemand, der für das Wohl aller einsteht. Ich kann aber auch nicht einfach die Tür unbewacht lassen, Kleiner. Aber erzähl mir genau, was passiert ist. Mel sagt, es war der Hotdog-Typ. Was? Es gibt hier einen Hotdog-Verkäufer? Sie sind ja plötzlich ganz hin und weg. Der muss wohl früh hier angekommen sein. Hab ihn gar nicht reinkommen sehen. Ah, kann schon sein. Keine Ahnung. Schon seltsam. Ich rieche gar nichts. Und wenn es um Würstchen geht, bin ich wie ein Bluthund. Ja, okay. Hallo, Murray. Eigentlich haben wir gerade über einen sehr ernsten Fall von Vergiftung gesprochen. Ah, ja, natürlich. Dem werde ich auf den Grund gehen. Sobald ich meinen Posten hier verlassen kann, nehme ich die Ermittlung auf. Das ist mein Murray. Aber trödeln Sie nicht, der arme Mel platzt gleich. Geht klar. Ich will nicht... Das ist so viel... Mel? Bist du da drin? Ich hoffe, du bist der Tod. Und hier, um mich von meinem Leiden zu erlösen. Noch besser. Ich bin's, Randall. Wer? Der Kurier von Emerson Express. Wir haben vor einer Weile über deine Magenprobleme geredet. Ah, klar. Der Millennium Enterprise-Typ. Ja, das bin ich. Klasse. Hast du meinen Kaffee? Naja. Nein. Dann hau wieder ab. Ich brauche absolute Konzentration und dafür muss ich allein sein. Ja, ist gut. Wollte nur sagen, dass ich den Cops gesagt habe, was los ist. Oh Gott. Wenn du damit die Pussy am Eingang meinst, bin ich wohl gefickt. Komm, gib Murray eine Chance. Dass er so ein Depp ist, macht ihn so charismatisch. Oh, egal, Kleiner. Komm einfach nicht wieder, wenn du keinen scheiß Kaffee dabei hast. Oh. Ich werde mein Bestes tun. Okay. Geil. Murray ist drin sogar. Moment, bevor ich hier rede, gehe ich erstmal kurz raus. Kann ich einen Stuhl mitnehmen? Nein, okay. Nichts mit dem Stuhl. Schade. Sind Sie geschäftlich oder zum Vergnügen hier? Was? Sind Sie hier, um den seltsamen Fall des vergifteten Würstchens zu untersuchen oder stopfen Sie sich einfach nur voll? Das kränkt mich, Kleiner. Ich bin ein absoluter Profi. Ich habe nur etwas herumgeschnüffelt. Verstehe. Mhm. Und was haben Sie rausgefunden? Dass von nun an Hot Dogs mit extra Chili meine neue Lieblingssorte sind. Ich wusste, die würden Ihnen gefallen, Officer. Oh, halt doch die Klappe, du Arschkriecher. Es gibt hier keinen Fall, Junge. Ich weiß nicht, was deinen Freund krank gemacht hat, aber es war nicht das Essen dieses netten Herrn. So viel ist sicher. Außerdem, er verkauft nur das feinste Fleisch. Alle seine Produkte haben ein Zertifikat. Und die kann man unmöglich fälschen. Sie sind sogar datiert. Tut mir leid. Okay, aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich glaube, Sie sind voreingenommen, was diese Untersuchung angeht. Ich sagte dir schon, ich bin ein Profi. Aber hier stinkt wirklich nichts. Was soll ich also machen? Ich weiß auch nicht, Murray. Das ist Ihr Job. Ordern Sie Spürhunde oder ein SWAT-Team. Warum? Woher soll ich das wissen? Ich mache hier nur Vorschläge. Es gibt keinerlei Beweis, dass dieser Mann schlechte Hotdogs verkauft. Ich kann nichts weiter tun.
Fall abgeschlossen. Fall abgeschlossen am Arsch. Ich gebe diese Ermittlung nicht auf, selbst wenn Sie mir die Dienstaufsicht auf den Hals setzen. Ich gehe der Sache auf den Grund, auch wenn ich dabei meine Marke riskiere. Verdammt nochmal, wir sind Männer des Gesetzes, Murray. Herrgott! Ich schon, du nicht. Oh, stimmt. Oh, ja, stimmt. Worauf warten Sie denn noch? Verhaften Sie den Typen. Warum sollte ich das? Er macht die besten Hotdogs der Stadt. Danke, Officer. Aber er wollte Mel vergiften. Worauf basiert diese Anschuldigung? Es gibt keine Beweise. Und wenn es die gäbe, würde ich sie auch essen. Der war gut, Officer. Danke. Klasse. Ich hab genug von dieser Farce. Ich hau ab. Ja, mach, was du willst. Genau, mach, dass du wegkommst. Du verärgerst meinen guten Freund Officer Murray. Habe ich nicht gesagt, Arschkriecher haben die Klappe zu halten?